So, bevor wir jetzt unseren letzten Matrosen holen, im springenden Hirsch, ist mir noch eine Kleinigkeit eingefallen, die wir vorher machen sollten. Und zwar, als wir im Untergrund waren, haben wir zwei Dinge vergessen. Zum einen hatte uns Ardu ja gesagt, wir sollen uns ein bisschen noch ausrüsten, bevor wir uns schiffsbereit machen, also zur Weiterreise. Deswegen gehen wir noch mal kurz hier in den Untergrund. Ja, hier ist der Eingang, das habe ich mir seit dem letzten Mal gemerkt. Denn wir haben Städter hören gesagt, dass sie das in den Fässern hier im Untergrund hauptsächlich nur alter Schrott gelagert wird. Deswegen können wir uns an diesen Fässern eigentlich bedienen und gucken, ob wir noch was Nützliches für uns selber herausfinden. Genau diese Fässer meine ich. Ja? Die zerschießen wir und gucken mal, was drin ist. Ah, rostige Nägel und die Gänsefedern haben sich eigentlich schon gelohnt. Aus denen können wir dann... Oh, 8 Bolzen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Geschosskugelsplitter und noch mehr noch rostige Nägel. Und die können wir dann nachher mit einem, wenn einer unserer Gefährten das Schmiedetalent hat, sie weiter wiederverwerten. Und das zweite, uns ist jedes Mal, als wir hier unten waren, diese Frau hier aufgefallen, die direkt am Brunnen steht und immer so die Hand aufhält, als ob sie auf irgendwas wartet. Wir erinnern uns, hier oben am Brunnen stand ein kleiner Junge, der unbedingt wollte, dass wir Geld runterwerfen. Deswegen sprechen wir diese Frau hier mal an. Was wollt ihr? Verschwindet! Schon mal unhöflich ist sie. Aber dank unserer Menschenkenntnis hier können wir sie mal darauf ansprechen, auf was sie hier wartet. Auf etwas sehr Kleines, was durch den Schacht fällt. Worauf wollt ihr hinaus? Was wollt ihr? Was genau werden wir wohl wollen? Ich will nur gucken, wo der Heller gelandet ist, den wir in den Brunnen geschmissen haben. Was Böses wollen wir ja eigentlich ja nicht. Entschuldigt, ihr hättet ja auch einer von Nirufs Leuten sein können. Wollt ihr euren Heller zurück? Ach nein, das ist nur ein Heller. Wen könnt ihr behalten? Hab Dank. Seit die Piraten auf dem großen Fluss hier Unwesen treiben, sitzen die Geldbeutel nicht mehr so locker wie früher. Man muss kreativ sein, um den Leuten doch noch etwas abzuschwatzen. Etwas abzuschwatzen. Wie wär's mit ehrlicher Arbeit? Aber wer ist der Junge dort oben? Das ist mein Sohn Gorwin. Er unterstützt mich bei unserer kleinen Unternehmung. Ja, kleine Unternehmung, auch eine Möglichkeit, an Geld zu kommen. Eine fleißige Familie seid ihr und macht euch keine Sorgen, ich werde euch nicht verraten. Ich danke euch. Fex mit euch. Und Fex mit euch. So, dann haben wir diese beiden Sachen, die ich eigentlich erledigen wollte, hier unten auch erledigt. Das mit den Fässern hat sich zwar nicht so sehr gelohnt, aber wenigstens haben wir etwas rausbekommen. Die Fässer oberhalb werde ich jetzt nicht plündern, ich bin ja kein Dieb, das könnte nachher mal mein Liebescharakter übernehmen, wenn ich mal einen in der Gruppe habe. Naja, okay, ich habe ja schon gesagt, einen Teil kenne ich schon von dem Spiel. Ich weiß, dass ich einen Fexensgünstling in der Gruppe haben werde, der ein bisschen hier rumschnüffeln und die Fässer plündern kann, so wie diese schäbigen Fässer hier. Aber zu viel aus der Zukunft will ich nicht vorwegnehmen. Jetzt können wir aber nochmal hier den Jungen auf seine Mutter ansprechen. Nun, ist dein Wunsch schon in Erfüllung gegangen? Da ich mit deiner Mutter geredet habe, nehme ich an, dass sich mein Wunsch leider nicht erfüllen wird. Oh, du weißt, aber ich... Keine Sorge, ich verrate dich nicht. Fix mit dir, junger Bursche. So. Das hat uns zwar nichts gebracht, aber es war so eine schöne kleine Abwechslung. Jetzt gehen wir den springenden Hirsch und reden mit dem letzten Matrosen. Sag das nochmal. Oh, sieh mal einer an. Er kann ja doch sprechen. Dann pass mal schön auf. Ich kann noch ganz andere Sachen. Ja.
Na los, kommt doch her, ihr feigen Hunde. Mensch, Hummel, beruhig dich wieder. Ich will ja keine. Also, ja, die Hummel ist mit... Mit Baldur ist nicht zu spaßen. Na und? Mit mir auch nicht. Also, die Hummel ist mit in einem Streit. Greifen wir mal an. Ein. Noch mehr Ärger? Ihr seid ja lästig wie die Wiedergänger. Aber nur zu. Mit dir werde ich auch noch fertig. Die Hummel ist kein Zechpreller. Nein, du scheinst nur besoffen zu sein. Aber gucken wir mal, dass wir dich beruhigen können. Ich bin nicht gekommen, um Ärger zu machen. Im Gegenteil, ich will euch helfen. Kapitän Dielbrack schickt mich. Dielbrack? Wegen dieses Halsabschneiders habe ich doch den ganzen Ärger. Ja, hast du auch deinen Sold angeblich nicht gekriegt oder bist du auch nur gierig wie die anderen? Mal gucken, was können wir. Wir können Menschenkenntnis. Einschüchtern sollten wir nicht unbedingt. Ich könnte es mit Menschenkenntnis oder Überreden versuchen. Versuchen wir es mal mit Überreden. Was auch immer vorgefallen ist, es tut ihm aufrichtig leid und er bittet euch um Verzeihung. Lasst uns reden. Von Dielbracks Gesabbel kann ich mir auch nichts kaufen. Wenn er was von mir will, soll er selber antanzen. Sagt ihm das. Jetzt können wir doch noch versuchen, ihn einzuschüchtern. Das mag alles sein, aber wem hilft es, wenn ihr obendrein zur offenen Zeche noch wegen einer Schlägerei einsitzen müsst? Mir wohl am allerwenigsten. Ja, das Einschüchtern scheint geklappt zu haben. Toller Zufall. Es gibt aber auch Gutes zu berichten. Ein wohlhabender Kaufmann hat das Schiff eures Captains für die nächste Zeit angemietet. An Gold wird es also nicht mangeln. Ja, ob Ardo wirklich so wohlhabend ist... Wir wissen es nicht genau, obwohl... Ich habe den ersten Teil gespielt, ich weiß es eigentlich, aber ich will es nicht verraten. Na gut, dann gebe ich dem alten Dukatenfuchser eben noch eine Chance. Wir hoffen, dass ihr mit dem Kaufmann recht habt. Ja, das haben wir. Zechbreller! Ha! Ich nicht! Niemals! Und wir haben es sogar geschafft, ihn rumzukriegen, ohne eine einzige Dukate auszugeben. Was sehr gut ist. Dann können wir ja jetzt zurück zum Hafen. Entschuldigung, habt ihr einen Heller für einen armen Einbeinigen? Und werden vom Bettler Griese aufgehalten. Ich bin gerade beschäftigt, tritt beiseite. Psst. Gerling schickt mich. Ich habe hier eine Nachricht für euch. Okay, das kommt unerwartet. Der hat uns schon mindestens einen Silberling aus dem Hemd geleiert, als wir ihn über die Piraten ausgefragt haben. Und jetzt arbeitet er auf einmal angeblich für Gerling. Mal sehen. So, eine Nachricht von Gerling. Woher soll ich wissen, ob sie wirklich von ihm ist? Weil ich es bestätigen kann. Der alte Griese ist Gerlings Kontakt hier in Nadoret. Wir hatten strikte Anweisung, dies geheim zu halten. Es sei denn, er nimmt Kontakt zu uns auf. Wir können ihm vertrauen. Und das sagst du uns erst jetzt. Na gut. Okay, wir haben eine Depesche von Gerling erhalten. Oh, vielen Dank für dieses Kleinod. Ich will euch nicht weiter stören. Gut. Wo ist denn die Kneipe schon? Gucken wir mal kurz ins Tagebuch. Die Bootsmannschaft. Landu Dielbrack, dem Captain unseres Schiffes, ist seine Mannschaft abhanden gekommen. Bevor überhaupt eine Weiterreise zu denken ist, gilt es erst einmal, seine Leute davon zu überzeugen, den Dienst an Bord der Talaria wieder aufzunehmen. Der Captain konnte ein paar kleine Hinweise zu den einzelnen Mitgliedern seiner Mannschaft geben. Damit sollte es gelingen, sie in Nadoret ausfindig zu machen. Ja, das haben wir eigentlich schon erledigt. Jetzt sollen wir zum Captain zurück. Captain Dielbrack wird glücklich sein zu hören, dass alle seine Leute wieder bei ihm auf der Talaria mitschippern wollen. Ich sollte ihn so schnell wie möglich am Hafen aufsuchen und die frohe Kunde überbringen. Gut. Aber vorher wollen wir die Depesche von Gerling lesen. Wie viele Bolzen sind das? 50. Ah ja, okay.
Depesche von Gerling. Werte Mitstreiter. Ich werde euch über den Mittelsmann, der euch diese Nachricht gab, wieder kontaktieren, wenn es nötig sein sollte. Sprecht ihn nicht an, um seine Tarnung nicht zu gefährden. So ihr neue Erkenntnisse über die Verbindung zwischen SB und den Piraten erlangen könnt, so sendet mir eine Botschaft nach Ferdok. Noch ein Wort zur Warnung. Falls ihr erneut auf K, also Kaltenstein, treffen solltet, bezüglich der Unregelmäßigkeiten, von der ich bereits sprach, fiel mir wieder etwas ein, das von Belang sein könnte. Dieser Magier trägt kein Akademiesiegel, ergo unterliegt er nicht dem Recht und der Ordnung der Gilden. Vex mit euch, geh wie Gerling. Das mit dem Akademiesiegel ist ungut, also könnte dieser Kaltenstein auch der schwarzen Magie oder sogar der Magie des Namenlosen verschrieben haben. Was für uns unschön werden dürfte, falls wir ihm zu früh über den Weg laufen sollten. Aber gut, jetzt können wir dann erst einmal wieder zum Hafen. Nehmen wir dazu wieder die Schnellreise. Auf dem Marktplatz. Und ab zum Hafen. Und weiter zu Ardo. Ausgerüstet sind wir. Fähigkeiten haben wir auch alle, die wir brauchen. Dann reden wir mal nicht mit Ardo selber, der steht schon auf dem Schiff. Da seid ihr ja wieder. Mannschaft vollzählig, alles klar zum Ablegen. Sehr schön. Aber mal unter uns. Wie haben wir die Kämpfe hier dazu gebracht, zu mir zurückzukommen? Gut, wir können entweder geheimniskrämerisch sein oder ihn beziehungsweise ihn ärgern oder einfach offen und ehrlich sein. Dieses Geheimnistuerische wäre eher für einen Fexenskünstling die richtige Wahl. Sowohl als Soldat als auch als Geode sind wir eigentlich ziemlich offen und sagen ihm: Nun lasst es mich so sagen, euer Gold gepaart mit meinem Verhandlungsgeschick ist einfach unschlagbar gewesen. Ich hatte euch ja gesagt, dass klingende Münze bei den Burschen Wunder wirkt. Trotz allem hätte ich das nicht so grandios gelöst wie ihr. Danke für das Kompliment. Du hast dir ja die Suppe selber eingebockt, indem du sie nicht bezahlt hast. Beziehungsweise sie behaupten, dass du sie nicht bezahlt hast. Was soll's, Kapitän. Wir können endlich weiter. Das ist alles, was zählt. Gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf euch. Ob wir uns jetzt davon geehrt fühlen sollten, ob er stolz auf uns ist, so gut kennen wir Arthur ja auch noch nicht. Aber wir werden ihn wahrscheinlich im Laufe der Reise kennenlernen. Ah, das war doch nicht der Rede wert. Hauptsache, wir kommen endlich zur Zollfeste und können dieser Sache endlich auf den Grund gehen. Genau. Wohlgesprochen. Wir sollten dort so bald als möglich aufschlagen. Gebt einfach Kapitän Dielbrack Bescheid, sobald ihr bereit seid. Wir sind eigentlich schon bereit. Also, jetzt betreten wir das Schiff. Euer Glück, Dielbrack, dass mir hier ist meine persönliche Reisekiste wieder, in die können wir mal kurz einen Blick werfen. Hoffnung stirbt zuletzt, was? 4 Pfeile, die können wir an uns nehmen. Und mal die rostigen Nägel, die Gänsefedern. Oh, ich habe noch 4 kleine Giftbeutel, die hätte ich verkaufen können, aber egal, die lege ich auch mal hier ab. Das Parfüm, Salbenfett, die Schleifsteine behalte ich mal, Lederbänder, eigentlich so die. Ah, mein Geodensteck, den kann ich auch. So. Eigentlich alles, was so die Depesche von Gerling zum Beispiel, kann ich mal hier ablegen. Und hier hinten müsste sogar Fyris und Jakons Reisekiste sein. Die kann ich auch mal kurz einen Blick werfen. Hier sind Dukaten und ein Zaubertrank drin. Den können wir gut gebrauchen. Die Google nehmen wir auch mal an uns. Ja. Dafür legen wir Jakons Reiserobe und sein Taschentuch hier rein. So. Damit haben wir unsere Ausrüstung gemanagt und können jetzt mit dem Captain sprechen. Bevor wir das machen, vorher ein kleiner Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.